The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die sinnbildliche Bedeutung der drei Engelsbotschaften. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Durch die Adventbewegung sollte ein großes Reformationswerk verbracht werden, um ein Volk darauf vorzubereiten, am Tag Gottes zu bestehen. Gott sah, dass viele, die sich zu seinem Volk zählten, nicht auf die Ewigkeit hinbauten. In seiner Güte wollte er ihnen eine Warnungsbotschaft schicken, um sie aus ihrer Trägheit aufzurütteln und sie dahin zu bringen, sich auf das Kommen des Herrn vorzubereiten. Diese Warnung wird in Offenbarung 14 ins Blickfeld gerückt. Hier finden wir eine dreifache Botschaft, die von himmlischen Wesen verkündet wird. Unmittelbar darauf folgt die Wiederkunft des Menschensohnes, um die Ernte der Erde einzubringen. Die Engel werden dargestellt, als flögen sie mitten durch den Himmel und verkündeten der Welt eine Warnungsbotschaft und hätten einen direkten Einfluss auf die Leute, die in den letzten Tagen der Geschichte dieser Erde leben. Niemand hört die Stimme dieser Engel, denn sie stellen symbolisch das Volk Gottes dar. Das in Übereinstimmung mit dem himmlischen Universum arbeitet. Die Botschaften der drei Engel sollen miteinander verbunden werden, indem sie ihr dreifaches Licht in die Welt strahlen. Johannes sagt, dann sah ich einen anderen Engel hinunterfahren vom Himmel. Der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Damit wird ausgedrückt, dass der Welt die letzte und dreifache Warnungsbotschaft weitergegeben wird. Offenbarung 18 verweist auf die Zeit, in der die Kirche als Folge ihrer Zurückweisung der dreifachen Warnung aus Offenbarung 14, 6 bis 12 den Zustand erreicht hat, der vom zweiten Engel vorhergesagt wurde. Und das sich noch in Babylon befindende Volk Gottes wird aufgefordert werden, sich von dieser Gesellschaft zu trennen. Dies ist die letzte Botschaft, die der Welt je verkündet werden wird. Und sie wird ihre Aufgabe erfüllen. Während Menschen, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit, sich selbst überlassen werden, um schwer irregeführt zu werden und eine Lüge zu glauben, wird das Licht der Wahrheit auf alle scheinen, deren Herzen dafür empfänglich sind. Alle Kinder des Herrn, die noch in Babylon sind, werden dem Ruf gehorchen. Geht hinaus aus ihr, mein Volk. The Lord is coming. Are you